DAX morgen Allzeithoch, sehr wahrscheinlich, und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Marktgeflüster. Ja, die Vorzeichen waren nicht wirklich gut. Tiefrote Märkte in China, aber die Amerikaner interessiert das derzeit nicht. Die feiern eine ganz andere Party. Erstmal wollen wir einen Blick drauf werfen, was heute wirklich wichtig war. Es fing nicht wirklich gut an in China. Die Märkte tiefrot, nachdem die Industrial Bank ihre Kreditvergabe an den Bau- und Immobiliensektor gestoppt hat. Das deckt sich mit der durchaus vorsichtigeren Kreditvergabe der Provinzen, wie auch von Äußerungen des Notenbankchefs in China, der Chef der People's Bank of China, der gesagt hat, wir haben die Risiken sehr genau im Blick, das ist unser Fokus. Darauf haben die Märkte im Reich der Mitte sehr negativ reagiert. Dann die Daten aus der Eurozone, Inflation 1,1% minus zum Vormonat, also rückläufige Inflationsdaten, Deflation, das ist das Thema. Im Vergleich zum Vorjahresmonat war es immer noch ein Anstieg von 0,8%. Hier hatten die Märkte nur mit einem Anstieg von 0,7% gerechnet. Insofern waren diese Daten nicht wirklich entscheidend für den weiteren Verlauf. Dann hatten wir natürlich den IFO-Index auf dem höchsten Stand seit Juli 2011. Der Optimismus ist riesig, Lage besser, Konjunkturerwartung besser, Geschäftsklima besser, alles besser als zuvor und als erwartet. Das hat zunächst mal nicht wirklich viel ausgelöst an den Märkten, sondern entscheidend waren die Amerikaner. Und die hatten wieder mal schlechte Daten geliefert. Der Market PMI, der Einkaufsmanager-Index der Firma Market, ist deutlich gefallen, jetzt im Februar auf 52,7. Im Januar waren wir noch bei 56,7. Und was war der Grund? Raten Sie dreimal. Wahrscheinlich trifft es beim ersten Mal schon. Es war das Wetter, natürlich. Das Wetter wird es auch gewesen sein hier beim Dallas Manufacturing Index, der auf 0,3 gefallen ist von zuvor 3,8. Wir wissen alle, das Wetter war sicherlich in Texas schlecht. Da gab es Schneestürme en masse. Aber entscheidend ist für die Märkte vor allem eine Kaufempfehlung der Bank of America, die gesagt hat, wir kaufen den australischen Dollar, und das war das Signal für die Märkte. Risikobereitschaft ist wieder da. Der australische Dollar wurde nach oben gekauft und das hat die Aktienmärkte mit nach oben gezogen. Möglicherweise wird jetzt der Dollar-Yen als Risikobarometer abgelöst durch den australischen Dollar, der sehr stark abhängig ist von der Konjunktur in China. Und die läuft nicht wirklich gut, aber das interessiert eben keinen. Man hat hier die Märkte nach oben gekauft. Der Nasdaq erreichte ein 13-Jahres-Hoch. All das erfahren Sie natürlich wie immer auf finanzmarktwelt.de. Ab heute ja mit einem neuen Design, das ich Ihnen kurz mal zeigen darf. Ist einfach eine andere Optik, ist ein anderes Format. Es erlaubt uns, mehr Dinge hier zu zeigen, als wir es bisher konnten. Deswegen war seit Donnerstag ja die Seite erstmal im Ruhezustand. Jetzt geht es wieder weiter, kann ich nur empfehlen. Aber schauen wir uns mal die Charts an, was ist da wichtig, was ist da passiert. Und wir starten mit dem DAX und sehen, er ist über die 9700er Marke hinausgekommen. Das war unbedingt erforderlich, denn es sah zunächst heute Morgen so aus, dass wir möglicherweise unter die 9600er fallen. Aber die Amerikaner und die Bank of America haben es gerichtet. Deshalb gleich mal ein Blick auf den Dow Jones. 16.285, wir sind jetzt ein paar Pünktchen unter dem Tageshoch, aber nicht wirklich viel. Wir sind hier über die 16.235er Widerstandsmarke rübergekommen und das sieht jetzt so aus, als könnten wir auch im Dow Jones möglicherweise die 16.560 als nächste Widerstandszone erreichen. Schauen wir uns mal den S&P an, der heute ein Allzeithoch erreicht hat, aktuell bei 1.856 steht. Das höchste jemals erreichte Niveau. Die Konjunkturdaten, wie gesagt, können es nicht gewesen sein. Da ist ein anderes Spiel im Gange, das hier sich mit Konjunkturdaten nicht mehr erklären lässt. Dann schauen wir uns mal den Euro-Dollar an, der aktuell bei 1,3740 steht. Wir gingen heute Morgen zunächst nach oben, dann ging es ziemlich drastisch nach unten in Richtung 1,3710. Aber dann schlugen die Euro-Bullen wieder zu, sodass wir jetzt in der Mitte in dieser Range uns befinden. Aber schauen wir mal noch auf den Goldpreis, der so Stück für Stück sich weiter nach oben schiebt. 1337, nächster Widerstand 1363, sehr stark zu beachten. Auch das Silber kann die 22er-Marke heute überwinden, 2209 aktuell der Kurs. Ein Blick auf den Dollar-Yen, 102,50, da tut sich nicht so wahnsinnig viel, ganz im Gegensatz zum australischen Dollar zum US-Dollar, der auf 90,42 steigt, und auch der australische Dollar zum japanischen Yen, das könnte das neue Risikobarometer überhaupt sein. Der japanische Yen gilt ja völlig unberechtigterweise als sicherer Hafen. Japan ist alles andere als sicher, aber die Märkte spielen es eben, und der australische Dollar gilt
in seiner Konjunkturabhängigkeit von China als Risikobarometer schlechthin. Insofern australischer Dollar, japanischer Yen immer ein Blick wert ab jetzt. Es sollten Sie beachten, hier starke Anstiege jetzt auf 92,70. Und abschließend haben wir noch die Volkswagen, die heute doch schwer enttäuscht hat, respektive am Freitag nachbörslich Zahlen ja vorgelegt hat. Die wurden mit Enttäuschung aufgenommen, der Ausblick enttäuscht. Auch ist man der Auffassung, dass der Kaufpreis für Scania zu hoch sei. Die Aktie heute massiv unter Druck, kommt von der 200er Marke jetzt auf 187. Ja, morgen ein neues Allzeithoch. Sehr wahrscheinlich, dass der DAX das nachvollzieht, was der S&P heute bereits gemacht hat. Wir glauben, dass diese Rallye auf tönernen Füßen steht, aber durchaus noch weitergehen kann. Man entfernt sich immer mehr von den Realitäten, immer mehr von den Konjunkturdaten. Wie lange kann es noch weitergehen? Eine Zeit lang, aber irgendwann ist dieser Bogen einfach überspannt und schnappt zurück. Noch ist es nicht so weit. Ihnen erstmal einen schönen Feierabend. Bis dann. Ciao.